Hallo, mein Name ist Eddie Winkmann und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ihr seht gerade hier, wie ich nachspreche, weil mein Mikrofon hat anscheinend nicht funktioniert. Ich habe nicht nachgeprüft, ob es funktioniert. Jetzt weiß ich es, ich werde es wohl jetzt ab jetzt machen. Nichtsdestotrotz haben zwei Runs mit diesem schlechten Mikro stattgefunden und die werde ich dann natürlich auch alle dementsprechend cutten und nachsprechen, weil es würde jetzt auch keinen Sinn machen, diese nicht zu verwenden, weil es sind dementsprechend wichtige Runs. So, wir fangen hier mit Isaac an, mit dem D6. Der Grund ist simpel, vielleicht auch leicht banal. Wir sind hier mit Isaac in den Challenges unterwegs und sagen wir es so: Damit etwas Abwechslung reinkommt, wollte ich zuerst mit Isaac starten und auf Random verzichten, weil wir haben ja gesagt, nachdem alle die Cathedral einmal geschafft haben, mache ich die Challenges. Und ja, momentan sieht es ja dementsprechend so aus, dass wir mit vier separaten es schon geschafft haben. Also die Cathedral haben wir mit vier verschiedenen schon geschafft, mit allen außer Maggie, Samson und Isaac. Und das heißt, ich wollte jetzt erstmal mit Isaac die Cathedral schaffen, um dann eben das war dummer Schaden, den ich da gerade genommen habe, wer es gesehen hat. Ich verhaspel mich hier. Ich habe gedacht, nachkommentieren ist schon mal leichter, aber naja. Ich erkläre das alles jetzt mal. So. Also, wir haben mit vier separaten es schon geschafft. Fehlt noch einer, um das Bild zu komplettieren. Deswegen würde Random momentan nichts bringen, wenn wir nun noch mit drei es so oder so schaffen, bevor wir die 10. Challenge machen. Aus diesem Grund machen wir jetzt mit Isaac die Cathedral gegen Isaac und dann mit Samson und Maggie, damit wir das schon mal hinter uns haben. Wie es laufen wird, werde ich jetzt nicht verraten. Ich habe ja zwei Runs aufgenommen und ihr könnt ihr dann sehen, wann, ob ich es überhaupt schaffe. Gott. So, wir hatten jetzt am Anfang Gemini als Gegner. Oh yeah. Gemini als Gegner. Bei Gemini versuche ich immer zuerst den kleinen Anhängsel zu besiegen, weil das ist meistens der Faktor, der am meisten stört. So. So viel dazu. Ja, das ist der Faktor, der am meisten stört, weil der Große, der läuft hier nur hinterher. Der Kleine, der spuckt immer noch und man hat ja gesehen, da habe ich auch diesen dummen Schaden her. Der aber auskuriert wurde. So, was will ich noch? Wollte ich noch vorhin sagen? Ja. Mit den Changes und Samson und Maggie. Ich wollte also es etwas, wie heißt es, ja, Mr. Boom kann ich eigentlich nicht brauchen, ich werde es aber benutzen, um hier nach dem Secret Room zu suchen. Und dann fällt mir auf, dass der G6 nicht gecharged ist. So. Maggie und Samson will ich also erst, nachdem ich mit Isaac die Cathedral gemacht habe, benutzen, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Maggie und Samson sind ja leider Gottes, in der Rangliste meiner Lieblingscharaktere ganz unten.
wirklich ganz unten. Weil mit dem, es kommt mir manchmal so vor, als ob man mit manchen mehr Glück hat als mit anderen. So empfinde ich zum Beispiel das Blue Baby sehr als sehr angenehm. Und sogar Eve durch die Hure von Babylon als gut. Jedoch bei Samson habe ich irgendwie Probleme mit dem Glück. Und Maggie, ich weiß nicht, die, eigentlich ist sie nur langsamer als Isaac, hat aber dafür Leben mehr. Und trotzdem finde ich der zu gut. Ich bin mir da nicht sicher. So, hier haben wir dann einen Range-Up. Das ist eigentlich ganz cool. Denket aber an meine Worte. Noch ist es cool. So. Hier haben wir Gluttony. Das ist eigentlich ein simpler Kampf. Ich stoße auch gegen das Mikro. Ja, Gluttony ist eben eigentlich Routine. Das ist einer dieser kleinen Gluttonys, bloß eben in groß. Und mehr Leben. Aber ansonsten, außer dass er länger dauert, ist eigentlich kein Unterschied da. Und das natürlich, aber das hat er nur einmal eingesetzt. Aber auch schon wieder Schluss. Und ich habe trotzdem keinen Helfer abbekommen, zum Beispiel das Herz. Das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Aber naja. Bisher haben wir dank dem D6 ein Health-Up und ein Range-Up. Sowie ein Health-Up, ein Range-Up und 10 Bomben haben wir bekommen. Und jetzt bekommen wir jetzt Pretty Flies. Die Pretty Flies werden wahrscheinlich den Run an sich ebnen. Es wird ein sehr schöner Run. Ihr seht es vielleicht auch am Titel des Videos. Und wenn nicht, dann werdet ihr es gleich selber merken, weil nicht allzu langer Zeit wird es eigentlich recht spannend. So. Wir bekommen viel Geld. Und die Folgen sind eigentlich, dass ich mich da entschieden habe, ins Arcade zu gehen und ein wenig zu spielen. Natürlich, wir haben hier genug Herzen zum Aufsammeln, deswegen habe ich mir gedacht, oh ja, hau weg. Ich wollte vorhin bestimmt noch was sagen, hab's wieder vergessen. Als können wir mal hier, natürlich habe ich auf Bloodbag gespielt, diese aber nicht bekommen. Hatte aber 27 Münzen, habe ich mir gedacht, oh, spiele ich noch ein bisschen. Und, es ist eigentlich recht interessant, was jetzt so verläuft, weil im Großen und Ganzen habe ich verdammt viel Glück gehabt. Aber schaut selber. Ja, bei dem Hütchenspieler habe ich mir gedacht, ich hab's in der Aufnahme nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht, beim Hütchenspieler muss ich extrem aufpassen, weil wenn man ja falsch rät, kommt eine Fliege bei raus und ich spiele dank der Bloodbank auf einem halben Herzen. Es war also eigentlich, ich habe mehr aufgepasst, als ich es mir anmerken hab lassen. Und man sieht auch, ich bin sofort hier Backup weggegangen. Und da war es getone unter dem Hütchen. Und ich bekomme es nicht. Manche Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, Ready! Ein Dime, das war natürlich sehr glücklich. Ready! Wann explodiert denn mal so ein einarmiger Bandit? Einfach mal so. Passiert ja öfter bei dir, du Kackpuh. Die explodieren zufällig. Eigentlich, ja. Sehr zufällig. Es ist denen scheißegal. Entweder setzt du da eine Münze rein und das Teil denkt sich,
Bombsaki, das war zum Beispiel, wir hatten ja 10 Bomben, und, aber es ist gut eigentlich, es ist nicht schlecht. Entweder du, aber jetzt nochmal zu, um auf die Automaten zurückzukommen. Entweder denkst du das Teil, leck mich doch, du schmeißt eine Münze rein, dann explodiert's. Na? Aber wie du zum Beispiel siehst, die Bloodbank, also lieber Zuschauer, wie du siehst, die Bloodbank ist ja wieder was ganz anderes. Da kannst du 2 komplette Herzreihen reinsetzen und die explodiert nicht. Es ist tatsächlich kompletter Zufall. Ich kann schon mal etwas vorwegnehmen. Hier wird nichts von selber explodieren. Jetzt hier in diesem Zimmer. Wir haben Skatol bekommen. Das ist die Fliegenliebe. Jetzt sieht man schon, dass Fliegen so einiges hier ebnen werden. Ich wollte da gucken, ob da noch ein Herzflash rauskommt, um noch ein bisschen Bloodbank zu spielen. Aber hey, wir haben ja jetzt genug Schlüssel. Und wie man sieht, sind wir von, ich glaube, 11 Münzen auf 31, von einem Schlüssel auf 12 und von 10 Bomben auf 6. Man kann sich nicht beschweren und trotzdem denke ich mir, nein danke. Und werde jetzt Herzen einsammeln gehen. Natürlich ein bisschen Backtrack ist immer dabei. Jetzt haben wir noch Skatol bekommen. Und eigentlich kann man sich bis jetzt noch nicht beklagen. Ne? Also es ist eigentlich ein recht guter Run bisher. Und das in den ersten Minuten. Ich habe jetzt hier gerade keine Uhr da. Aber wir sind im Basement 2. Haben vielleicht ein bisschen Zeit, der Vampire kann ja sein. Haben aber schon 2 Pretty Flies. Skatol, was ja kleine rote Fliegen zu schwarzen Fliegen macht, die jetzt wie zum Beispiel wie die Pretty Flies aussehen. Und schießende Fliegen. Ach ja, da oben ist ein Tempted Rock. Ist mir aufgefallen. Jetzt ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Wo war ich? Ah ja, und schießende Fliegen das Schießen unterbinden lässt oder irgendwie so. Also sie schießen nicht mehr. Hier jetzt, wie man gesehen hat, normalerweise denkt man sich doch als Zuschauer öfter mal, den Tempted Rock, den blauen Stein, den markierten Stein, den habe ich sofort gesehen. Beim Spielen habe ich ihn gesehen, jetzt gerade tatsächlich nicht und normalerweise denkt man sich als Spielender, ja, das habe ich gesehen. Wenn man es jetzt nicht gesehen hat, wie ich, oder wie ich jetzt nicht drauf hingewiesen habe, da hätte man es auch mal übersehen können. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es heute erst aufgenommen, das heißt, das hier ist im Prinzip meine dritte Aufnahme, weil ich ja 2 Runs aufgenommen habe und jetzt auch noch nachsprechen werde. Das heißt, ich werde heute 4 Mal aufnehmen. Das sind gut 3 Stunden. Mitleid dafür. Oder auch nicht. Jetzt ist da diese weiße Fliege, die hat mir dauernd die Schüsse abgeblockt. Das heißt, ich kam nicht durch, deswegen habe ich die Reihe gewechselt, wo ich nach oben geschossen habe. Und den ersten Larry geschlagen. So, als nächstes. Wir sehen, der D6 ist nicht gecharged. Das heißt, egal was wir bekommen, wir müssen es wohl holen. Ich habe aber auch in Erinnerung, dass es jetzt nicht unbedingt was Schlechtes war. Oh, und das war eigentlich recht episch. Wir haben den Jesus Juice. Hier hat man gesehen, dass die weiße Fliege sofort gezähmt wurde. Das ist die Kraft von Skatol. Pam. Das sind die Pretty Flies. Pretty Flies sind mächtig. Hier Jesus Juice. Bin ich zufrieden mit Range und hier ist abgekommen. Nicht ganz bis zum Schluss, aber ist okay. Pretty Flies können nur kleine Fliegen, glaube ich, umbringen. Mehr nicht. Also, wenn jetzt im Womp ein Isaac Copycat, sage ich mal, drin ist, dieser wird nicht durch Pretty Flies affektiert. Ich habe keine Ahnung, ob affektiert das richtige Wort ist. Sagen wir es so, die Pretty Flies sind es sich nicht mächtig, einen Isaac-Imitator zu besiegen. Da habe ich wieder recht dummen Schaden genommen. Überhaupt, dieser Raum, der ist aufgebaut,
Aber recht ätzend eigentlich. Man sieht, ich versuche zwei Schüsse immer zu setzen auf den Gegner. Vorhin hat es nicht geklappt, weil seine Schüsse machen als Champion einen kompletten, ein komplettes Herz Schaden. Und da habe ich es lieber mal sein gelassen. Da unten ein Treasure Room. Der Wiggle Worm. Ich war mir wieder nicht sicher, ob wir den schon hatten oder nicht. Ich habe auch jetzt nicht nachgeguckt, ob wir ihn schon hatten oder nicht. Deswegen habe ich ihn als mit dem D6 nicht weggemacht und den Wiggle Worm geholt. Der Wiggle Worm hat die ganze Sache etwas interessanter gemacht. Und ganz ehrlich, es wurde ja jetzt nicht schlechter dadurch. Es hätte aber auch ein besseres Item sein können. Bei weitem. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass ich den Wiggle Worm hatte, weil, nun ja, ich sehe diese Aufnahme jetzt zum zweiten Mal. Einmal selber und einmal jetzt selber. Okay, hier haben wir zwei Pillen. Das Traurige ist, dass das eine Telepille war. Die andere Pille, ich habe überlegt, ob ich die andere Pille holen will, aber dann hätte ich wieder ein komplettes Soul Heart verloren bei. Deswegen habe ich es da sein gelassen. Viele Charge Würmer haben wir jetzt in The Caves 1 gesehen. Und es sieht so aus, als wäre es eigentlich ein sehr erfolgreicher Run. Aber ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird doch interessant. Auf jeden Fall. Hier noch ein Dime. Man merkt, wir haben genug Geld. Und deswegen hole ich mir auch den Kompass. Aber den Rest, da habe ich mal drauf verzichtet. Weil, man weiß nie, wann man Geld braucht. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, wie in mehreren Runs zuvor. Die Money-Brille wäre super. Money gleich Power.